Für die nächste Übung positionierst du das Miniband im Fußgelenkbereich, bringst dich in die stabile seitliche Position, sodass beide Beckenknochen übereinander stehen, die obere Stützhand am Boden abstützen. Wenn du den Nacken ein bisschen entlasten möchtest, legst du den Kopf auf den unteren Oberarm, drückst den unteren Fuß fest auf den Boden und bringst das obere Bein in die Streckung. Dabei die Fußspitze nach oben ranziehen, den Bauch fest angespannt halten, sodass der Oberkörper recht stabil ist. Auch diese Übung kannst du ebenfalls im Unterarmstütz ausführen. Du bist hier noch einmal die gerade Linie. Kannst mit dem Beckenbereich hochgehen und das obere Bein nach oben anheben oder wieder nach unten lösen. Im kurzen Hebel oder im langen Hebel, wenn beide Beine lang gestreckt am Boden positioniert sind. Die Schultern dabei fest nach hinten ziehen, sodass der Brustkorb öffnet. Die Rippenbögen lösen auch hier wieder vom Boden. Finde für dich die Stabilität, sodass der Rumpfbereich fixiert und stabil abgesetzt bleiben kann. Viel Spaß!